Ja, hallo, ich bin Thomas Schwarzer, Omega Health und Nie wieder Rauchen Coach aus Obersulm. Heute geht es um Gewohnheiten, um gute und schlechte Gewohnheiten, wofür sie nützlich sind und wie ich auch schlechte Gewohnheiten ganz einfach wieder loslassen kann. Zunächst zum Verständnis: Gewohnheiten helfen mir, Dinge im Alltag schnell zu erledigen, ohne dass ich mich besonders darauf konzentrieren muss. Denk einfach mal ans Autofahren. Als du das gelernt hast, saßt du davor mit deinen Händen am Lenkrad, wusstest, da ist noch ein Schaltknüppel, du musstest was mit deinen Füßen machen. Ganz viel Aufmerksamkeit auf verschiedene Dinge, die am Anfang ganz schwer waren. Du warst praktisch nicht bewusst kompetent, konntest damit nicht umgehen. Der Fahrlehrer hat dir das gezeigt, wie das ging, und du hast das nach und nach gelernt. Wenn du heute dich ins Auto setzt, bist du bewusst kompetent. Läuft praktisch alles auf Autopilot. Dein Unterbewusstsein weiß genau, wo ist Gas, wo ist Bremse, wo ist Kupplung, was machst du in welcher Situation, ohne dass du besondere Aufmerksamkeit darauf legen musst. Die Aufmerksamkeit geht einfach aufs Autofahren, so soll es sein. Damit das so läuft, ist in deinem Unterbewusstsein das alles abgespeichert. In deinem Gehirn sind Synapsen gebildet worden. Wie ist das jetzt mit schlechten Gewohnheiten? Im Prinzip ganz genauso. Beispiel Rauchen. Du hast irgendwann mal angefangen zu rauchen, warum auch immer, und hast einfach weitergemacht. Du hast praktisch ab dann jeden Tag deinem Unterbewusstsein immer wieder gesagt, wow, ich rauche, das ist gut für mich, sonst würde ich es ja nicht tun. Unterbewusstsein nebenbei unterscheidet auch nicht in gut und schlecht, sondern einfach nur in die Häufigkeit der Wiederholung. Je häufiger du etwas tust, desto tiefer, desto stärker bildet sich eine Synapse aus. Und wenn du das über Jahre mit dem Rauchen getan hast und willst es jetzt ändern, weil du merkst, das tut mir nicht mehr gut, das schädigt mich, es lenkt mich ab, es macht mich abhängig, diese ganzen Nachteile, die du kennst, dann versuchst du das mit deinem Willen. Und jetzt schau dir mal an, wie groß dein Wille ist. Stell dir mal dieses Dreieck vor, das ist dein Wille. Und wenn du jetzt mal meine Arme siehst, hier, ich muss ein bisschen zurückgehen, und schau dir mal vor, das, was da drunter ist, das ist dein Unterbewusstsein. All das. Das ist so ähnlich wie beim Eisberg. Das, was über Wasser ist, ist dein Wille. Und diese riesige Fläche, etwa 85-90%, das ist dein Unterbewusstsein unter Wasser. Und genau in diesem Bereich stecken die Gewohnheiten und deine Synapsen. Also du willst jetzt oben mit diesem kleinen Dreieck, mit diesem Teil, was über Wasser steht, möchtest du etwas ändern. Was will dein Unterbewusstsein, dem du über Jahre nichts anderes gesagt hast, als das ist meine Gewohnheit, das ist mein Status Quo. Es will diesen Status Quo halten. Und in der Regel schaffst du es nicht, weil diese Gewohnheiten viel stärker sind. Was ist zu tun? Du musst in das Unterbewusstsein rankommen. Wenn du kein ausgebildeter Hypnose- oder Trance-Coach wie ich bist, dann wird dir das erstmal schwerfallen. Wenn du da aber rankommst, beziehungsweise ich dich dahin unterstütze, dann ziehen dein Bewusstsein, dein Wille und dein Unterbewusstsein an einem Strang. Ihr sitzt in einem Boot und habt 100% Kraft, euch in die Richtung zu bewegen, in die ihr wollt. Ja, das ist im Prinzip das Geheimnis, wie ich es schaffe, jedem, der wirklich aufhören will mit Rauchen oder eine andere Geschlechtsgewohnheit zu brechen, ihn zu unterstützen, dass er das in einer Sitzung schafft. 100% und garantiert. Einfach, weil ich dein Unterbewusstsein erreiche, weil ich deinem Unterbewusstsein genau das sage, was dein Wille will, und nun diese Kraft verstärkt wird. Ich will dir nichts vormachen, es ist nicht so, dass du eine Sitzung machst und dann ist alles okay, weil du musst deinem Unterbewusstsein auch noch sagen, dass du es ernst meinst. Das läuft einfach, indem du ein paar Übungen die nächsten 21 Tage machst. Das sind in der Regel 3 Wochen, die dein Unterbewusstsein braucht, um dir auch zu glauben. Es gibt ein paar Glückliche, denen geht es so gut mit so einer Trance, die vergessen, dass sie jemals geraucht haben, und die brauchen auch keine Übung mehr. Aber in der Regel sind es Übungen, die dir in jedem Lebensbereich helfen, also die auch ich immer wieder anwende, weil ich damit das verstärke, was ich wirklich will,
und mir das dadurch auch viel besser gelingt. Und ich genauso Gewohnheiten, die mir nicht mehr nützen, loslassen kann. Wenn dich das interessiert, die gute Nachricht ist, ich arbeite deutschlandweit, auch fremdsprachig, ich habe schon Klienten in der Schweiz, in Österreich, in Mallorca, per Skype, per Telefon ist das kein Thema. Ich kann dich 100% unterstützen und garantiere dir, dass in einer Sitzung du endlich von dem lassen kannst, was du nicht mehr brauchst in deinem Leben. Also, wenn das dein Wille ist, dein Ziel ist, zögere nicht. Da unten ist meine Telefonnummer, da ist meine Skype-Adresse, da ist meine Internetadresse. Internetadresse kannst du dir das auch nochmal downloaden, die ganze Information, wie das funktioniert. Und ich freue mich auf dich. Denn denke auch an deine Familie, an deine Kinder, wenn du welche hast, wie sehr andere unter deinen schlechten Gewohnheiten leiden. Und wie viel mehr Energie du hast, wenn du nicht mehr an etwas hängst, an etwas tun musst, was weder dir noch anderen nützt und du Energie hast für das, was du wirklich willst. Also, lass dein Licht strahlen und ich freue mich auf dich. Dein Thomas Schwarzer. Ups.